So Leute, hier ist nochmal ein Podcast von Sven Heidenreich mit einem kleinen Bonus. Und zwar, habe ich gerade festgestellt, Markus hat mich darauf aufgewiesen und ich habe das nochmal probiert. Also der Zoom, den kann man leider nicht gut mit der App einstellen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Das heißt also, wenn man hochswipet, dann passiert gar nichts. Wenn man bestätigt, springt er immer auf 50%. Das heißt, man muss das am Gerät tun. Und ich mache das jetzt mal vor. Also ich habe das Gerät in der Hand, drücke die Menütaste. Einmal, klar. Dann bestätige ich mit OK, gehe einen runter und bestätige nochmal. So, und jetzt bin ich in der Einstellung vom Zoom. Und jetzt kann ich schön zoomen. Ich zoome jetzt mal rein. So, jetzt bin ich gleich auf 100%. Und jetzt hört ihr den Zoom. Das Problem ist nur, man muss natürlich aufpassen, er springt natürlich, jetzt zoome ich wieder zurück, ne? Das Problem ist, er springt natürlich wieder zurück. Das heißt, wenn ich es nicht bestätige, ich muss immer einen Knopf irgendwie gedrückt halten oder vielmehr drücken, ab und zu mal, ne? Sonst springt er aus dem Menü raus. Also er bleibt nur eine gewisse Zeit im Menü drin und dann, genau, aber so kann ich jetzt natürlich rein und raus zoomen, ne? Also ich halte jetzt so. So klingt es jetzt, wenn der Zoom eingeschaltet ist. Also wir haben hier null Stereobreite. Ne? So, jetzt gehe ich mal ein bisschen, jetzt versuche ich mal so ein bisschen, ja, wir brauchen mal so ein bisschen Stereobreite, ein bisschen Stereobreite, ein bisschen Stereobreite, genau, immer mehr, immer mehr. Ihr hört das jetzt, genau. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Genau, und dann sind wir irgendwann wieder bei null angelangt. Also, ja, es geht, man kann es bedienen. Wie gesagt, hat man das Ding auf Pause, kommt man gleich, wenn man die Menütaste drückt, ins Aufnahmemenü und dann kann man das machen. Wie gesagt, mit der App, da funktioniert der Zoom noch nicht so richtig. Also das müssen sie auf jeden Fall noch ändern. Ich hoffe, dass sie das bald tun. Ja. Ansonsten kann man natürlich über das Menü auch so Sachen wie Low-Cut-Filter erreichen. Also wenn ich jetzt, ich drücke nochmal die Menütaste, dann bestätige ich, dann gehe ich runter, Zoom, dann kommt glaube ich der Low-Cut-Filter, ich weiß es nicht genau, ich muss nochmal gucken. Ja genau, hier ist der Low-Cut-Filter, merkt ihr? Kann man rumspielen mit. So, dann gehe ich nochmal einen runter. So, und jetzt müsste der klare Ton kommen. Genau. Aus, an, aus, an, aus, an, aus, an. Da kann man natürlich schön rumspielen. Ja, mehr Funktionen gibt es hier, glaube ich, nicht. Nö, mehr gibt es nicht. Also, genau. Also jetzt haben wir wieder, sind wir wieder beim Zoom hier. Ja, genau. Ja, zentrales Mikrofon hat er, wie gesagt, hier nicht zum Einstellen. Also wir haben wirklich nur diese paar Sachen, ne? Ja, genau. Jetzt zoomen wir mal wieder rein. Ach, ist das schön. Ein bisschen zoomen. Und wir haben null Stereobild. Ist das nicht geil? Das ist ein Zoom, sage ich euch, ja? Das ist die Podcast. Zack, jetzt ist er natürlich wieder umgesprungen auf weit. Also, ja. Das mal als klitzekleine Bonusfolge. Und ich hoffe, ihr konntet damit etwas anfangen. Ja, also es zeigt halt wieder mal, dass die App immer noch nicht konfiguriert ist so richtig. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass bald mal ein Update kommt. Ja, das war's mit dieser kleinen Bonusfolge. Mehr kann man im Menü jetzt nicht machen. Also die anderen Menüs sind natürlich komplizierter. Ich weiß auch nicht, wie die hier sitzen, die Menüs. Aber auf jeden Fall kann man so einiges einstellen. Ihr hört ja auch die Stereobreite. Wie gesagt, jetzt ist es ja auf 0. Also das ist so das Weiteste, was er kann. Ne? Das merkt er ja sicherlich. Und beim Zoom, ich kann ja nochmal den Zoom kurz machen. Menütaste, bestätigen, runter, bestätigen. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. So, jetzt bestätige ich den Zoom mal. Also wir sind jetzt auf 100%.
So, jetzt habe ich ihn mal bestätigt. Jetzt haben wir also den Zoom drin. Das bedeutet also 0 Stereobreite. Und ihr merkt es ja auch, wenn ich hier durch die Mikrofone spreche, dass überhaupt kein Stereobild mehr ist. Und das ist natürlich richtig geil. Also da kann ich wirklich so Sachen machen wie ja, einen Podcast aufnehmen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich diese typische Podcast-Atmosphäre mache, ne, dann kann ich wirklich ein bisschen runtergehen hier mit dem... Ne? Mal ein bisschen lauter hier. So, wenn ich jetzt einen Windschutz hätte, ne, dann könnte ich näher rangehen. Ich kann ja auch meine Hand so ein bisschen als Hallo Leute, hier ist Podcast von Sven Heidenreich. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Zoom. Ne? Also so kann man jetzt die perfekte Podcast-Atmosphäre schaffen. Man müsste halt nur wirklich einen guten Windschutz haben und dann ja, spricht man oder man spricht hier so von unten rein. Naja, das ploppt es auch ein bisschen, aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich damit möglich. Ne? Ja, so klingt es mit Zoom. Ich mache mal wieder ein bisschen lauter hier. So, volle Pulle auf die Ohren. So, dann machen wir wieder Menü, zack und zack, zack. Und jetzt zoomen wir wieder raus, ab in die Breite. Jawohl, genau. Da sind wir wieder und bestätigen das natürlich. So, und jetzt haben wir wieder die wunderbare Stereobreite. Ja, also ihr merkt jetzt, also das kann man halt wirklich machen. Ich kann das ja noch mal kurz mit der App vorzeigen, also wie die das machen da. Also wenn man, wie gesagt, mit der App kann man das leider nicht so gut, aber man kann zumindest es ihn immer auf 50% bringen. Ne? Also das funktioniert, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, 50%. 23. Also. Olympus brauche ich ja natürlich. Genau. So. Ja, genau, der. Genau. Genau, hören wir nochmal in die Einstellungen rein. Genau, und hier sagt er ja auch 0, ist klar. So, und hier. So, ihr merkt ja auch, gut, ich bin jetzt auf, also er sagt ja 0%, so das heißt, wenn ich jetzt hier hoch swipe, dann passiert natürlich gar nichts. Genau, also da passiert gar nichts. So, wenn ich jetzt aber auf Doppeltipp mache, dann geht er automatisch auf 50, ne? Also das wäre jetzt so die Mitte, sage ich jetzt mal. 50%, so würde das klingen. Naja, also das ist natürlich, das wäre jetzt natürlich die Mitte, die goldene Mitte. Und er nimmt auch wirklich, ja, aber es wäre jetzt nicht mein Ding, ne? Das ist mir ein bisschen zu wenig Stereobreite irgendwie. Also... Aber das wäre jetzt die Mitte, so ungefähr. Ne? Gut, wir machen mal wieder auf Menü, zack, runter, zack. Und jetzt machen wir wieder unsere weite Einstellung. Ach, das ist schön. Das ist einfach die beste Einstellung. Ich weiß nicht, also ich mag es einfach, diese Stereobreite. Das ist einfach herrlich. Ja, also so kann man über das Menü die Zoom-Einstellungen einstellen. Wie gesagt, man geht ins Menü, macht bestätigt mit OK, geht einen runter, bestätigt nochmal und dann kann man mit Pfeiltaste rauf und runter den Zoom einstellen.
Man hat ja keine Einrastfunktion oder sowas. Das heißt, man kann wirklich nur nahtlos sozusagen, also mit der Pfeiltasten, mit den Pfeiltasten halt den Zoom von 100 auf 0 immer wieder, also mehrmals drücken oder gedrückt halten, wie man will. Ja, und das ist halt wirklich, ja, so kann man zumindest den Zoom am Gerät bedienen. Naja, gut. Aber gut, dass du das angesprochen hast, Markus. Ich hätte es wahrscheinlich nie rausgefunden. Ich hätte wahrscheinlich immer geglaubt, naja, es ist halt so. Aber jetzt haben wir ja gehört, wie es klingt, wenn der Zoom voll drin ist. Wir hören jetzt, wie es ist, wenn es richtig weit eingestellt ist. Es ist schon eine tolle Stereobreite. Das muss man wirklich mal sagen. Also wenn ich das Gerät jetzt hier so in der Hand habe und Kopfhörer auf habe und wirklich mal rechts, links, ne, so ein richtiges, da kannst du schon einen breiten Sound und dann noch mit diesem klaren, ne, also das ist schon Wahnsinn. Ihr hört es ja jetzt, ne, was das für eine Qualität ist. Und das ist wirklich geil. Es ist einfach geil. Also die Stereobreite ist wirklich perfekt. Ne? Kann euch ja mal so ein bisschen Panorama geben hier, wie Stefan Merk zu sagen pflegt, ne, in dem einen Podcast, wo er mal sagt, Panorama, schaukeln, ein bisschen schaukeln, also Panorama. Ja. Und ja, genau. Und das ist einfach, ja, so klingt das dann. Ne? Wenn ich jetzt so reinspreche, ne, dann merkt ihr halt, wie gut das Stereobild ist. Genau. Ja, 50%, habt ihr ja vorhin gehört, ist eigentlich keine große Stereobreite. Ne? Also, wie gesagt, mehr Funktionen gibt es auch im Aufzeichnungsmenü anscheinend nicht. Also, wenn man wirklich hier so. Ne, wir haben halt wirklich den. Was haben wir denn als Nummer 1? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, was das hier ist. Wahrscheinlich Aufnahmemodus oder so, aber das kann man ja alles nicht ändern. So, dann gucken wir mal nochmal. Zoomen wir nochmal kurz rein. So. Ja, also das ist wirklich fast. Man kann sagen Mono dann, ne? Also wenn man den Zoom. Genau, ich werde mal. Ist ja was? Eigentlich könnte man mal einen Podcast machen und immer rein und raus zoomen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Ich finde es schön, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Sven und ich habe irgendwie ein kleines technisches Problem. Ja, also so kann man natürlich auch ein bisschen rumspielen mit, ne? Oder man spielt ein bisschen mit dem, was haben wir hier noch? Lokatfilter, ne? Guckt mal, so klingt es, ja. Lokatfilter ist jetzt drin, dann ist er wieder raus, dann ist er wieder drin. Dann ist er wieder raus. Guck mal, das klingt so, als wenn ich schneiden würde, oder? Hallo, ich muss sagen, das ist da wirklich nicht. Ja, also. Und hier sind wir wieder bei einem wunderbaren Podcast. Und das haben wir doch wirklich gedacht. Und wir haben, ja, kann man, Schnitte kann man damit. Geil, das alles nur mit so einem Lokat-Filter hier. Ja, also wirklich gut. Oder hier. Ich mach mal, genau, eine Datei ist beschädigt. Kann man also auch simulieren hier mit dem Low-Cut-Filter, ne? Ja, ja, also Spielereien, ne? Herrlich, 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 herrlich. Ja, genau. Also ihr merkt, man kann schon einiges machen und es ist natürlich immer wieder. Ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass man den Zoom nicht so wirklich in der App bedienen kann, aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich weiß, wo die Menüs sind, ne, und ich weiß halt, wenn ich das Ding auf Pause habe oder auf Aufnahme habe, egal, dann ist halt wirklich das erste Menü das Aufzeichnungsmenü und dann kann man halt, genau, geht man rein und dann halt einmal runter, nochmal bestätigen und dann ist man beim Zoom. Und ihr habt ja gemerkt, was für einen Unterschied das macht. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. Ne? Also es ist schon wirklich ein toller Unterschied. Ja. So viel zum Thema Zoom. Ja. Das war also eine kleine Bonusfolge. Und wir hören uns dann wieder in einer
regulären Folge. Ciao, ciao.